Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video über die Rauhnächte Teil 5. Heute möchte ich mit euch über ein ganz besonderes Thema sprechen, nämlich Ahnen, Geister und Verstorbene. In diesen Rauhnächten, die, wie ihr ja wisst, zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag stattfinden, glaubt man, dass die Grenzen zwischen unserer Welt und der spirituellen Geisterwelt verschwimmen. Es heißt, dass unsere Ahnen und Verstorbenen in dieser Zeit besonders nah bei uns sind. Das ist eine faszinierende Vorstellung, oder? Manche Menschen nutzen die Rauhnächte, um mit ihren Ahnen in Kontakt zu treten oder um sich von ihren Rat und Führung zu holen. Es gibt verschiedene Rituale und Bräuche, die dabei helfen sollen, diese Verbindung herzustellen. Zum Beispiel das Aufstellen von Ahnenaltären oder das Anzünden von Kerzen für die Verstorbenen. Aber nicht nur unsere Ahnen sind in den Rauhnächten präsent. Es wird auch gesagt, dass sich andere Geister und Wesen in dieser Zeit zeigen können. Manche sind gutmütig und beschützen uns, während andere vielleicht etwas unheimlich wirken können. Es ist wichtig, Respekt vor ihnen zu haben und sie nicht zu provozieren. Die Rauhnächte bieten eine wunderbare Möglichkeit, sich mit der spirituellen Seite des Lebens auseinanderzusetzen und sich bewusst zu machen, dass es mehr über das gibt, als was wir mit den Augen sehen können. Es ist eine Zeit der Besinnung und des Respekts für das Unsichtbare. Ich persönlich finde es faszinierend, wie diese alten Traditionen bis heute weiterleben und wie sie uns helfen können, eine tiefere Verbindung zu unseren Wurzeln und unserer eigenen Spiritualität herzustellen und zu finden. Die Rauhnächte sind eine Zeit der Magie und des Geheimnisvollen, die uns daran erinnern, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als wir uns vorstellen. Das war es für heute über das Thema Ahnen, Geister und Verstorbene. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und bleibt weiterhin interessiert. Lasst gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und bleibt neugierig. Bis bald. Tschüss.